Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit dem fertigen Out-of-the-Box-Bild zum High-Grade 00 Gundam. Ja, hier einfach komplett ohne, wie gesagt, ohne Riser, ohne Seven Sword, ohne alles im Prinzip. Einfach nur der ganz normale 00 Gundam. Und ja, ist relativ schnell zusammengebaut. Deswegen waren ja nicht allzu viele Teile, deswegen relativ schnell. Braucht er irgendwie so einen Nachmittag ungefähr. Dann ist es soweit zusammen. Also insofern eigentlich ein gutes Kit, um irgendwie mit Gundam bzw. mit Gunpla irgendwie anzufangen. Deswegen, man hat ein relativ gutes Design. Halt auch ohne irgendwelche großartigen Seamlines oder andere Probleme, die man halt hat. Klar, hier auf dem Kopf hat man natürlich welche, weil es halt dann so viele Teile halt sind, die da ineinander halt greifen. Aber das ist jetzt so die einzige, wo man da irgendwie halt was hätte, wo man was aus, ja, wo man irgendwie ein bisschen was auszusetzen hätte. Ansonsten schließt eigentlich alles ganz gut. Und ja, alles andere ist dann auch irgendwie ein bisschen als Panel-Line getarnt, halt hier an den Beinen zum Beispiel. Also insofern eigentlich ein ganz nettes Kit, halt gerade so für einen Anfänger, deswegen ist es auch nicht allzu teuer. Und ja, man hat nicht großartig noch irgendwie was dabei, was dann irgendwie im Weg rumhängt. Wie gesagt, es ist halt einfach nur der Suit an sich. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist sehr schnell zusammengebaut und macht eigentlich auch so einen ganz stabilen Eindruck. Deswegen anders als irgendwie andere Modelle, die dann irgendwie Probleme in den Arm- oder Beingelenken hier irgendwie haben, hat er eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ganz gut fest, obwohl er halt doch sehr beweglich ist. Gucken wir uns das gleich mal hier an. Moment, dann machen wir hier das Ding erstmal aus. Zack. So. Ja, so sieht er mal in Nahem aus. Natürlich jetzt ohne irgendwelche Sticker verwendet zu haben. Hatte ich ja schon im Unboxing gesagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Foliensticker eigentlich nicht diese Metallic-Effekt-Sticker sind, obwohl es ja, die Foliensticker sind. Hätte da gedacht, dass da das in diesem ja, Metallic-Grün irgendwie gehandelt ist. Alles alles irgendwie nur grau. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Halt gerade halt hier für diese ganzen ja, Gelenke, in denen da die Partikel normalerweise dann gespeichert werden oder halt reinfließen und da einfach nur so grau, weiß ich halt nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, aber die sind jetzt eh nicht drauf, deswegen nur die Klarteile halt aufgesteckt. Aber alles andere jetzt sonst halt nicht gemacht. Kopf ist halt durch die Antenne hier vorne ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung. Und irgendwie hält auch der Wii, finde ich, ganz so gut. Segen, also man, er lässt sich halt ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts drehen. Dafür aber halt sehr viel Bewegung halt nach vorne und nach hinten. Ja gut, dann geht er auch ein bisschen weiter rüber. Aber wie gesagt, nach links und nach rechts ist halt nicht allzu viel, wo er sich da bewegen kann, der Kopf. Dafür halt mehr nach vorne und nach hinten. Ja, dann das Backpack, weil ich ein bisschen bearbeitet habe, damit ich das auch wieder abnehmen kann. Deswegen jetzt ist es ein bisschen locker, deswegen stütze ich das Ganze hier ein bisschen ab. Ja, die GN-Drives sind halt hier hinten halt so eingesteckt. Das heißt, die können sich schon mal die Arme ein bisschen hin und her bewegen. Und ja, dieser Aufhängung lassen sie sich dann halt auch noch irgendwie nach vorne oder teilweise nach hinten irgendwie drehen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob die Ausrichtung stimmt. Aber es könnte sein.
Sie lassen sich auch so nach hinten drehen. Dann hat man die Schultern halt ganz normal. Es geht aber auch irgendwie ein bisschen so nach vorne, dass die halt über die Schultern hängen. Sieht jetzt nicht ganz so gut aus, zumal dann auch irgendwie der Kopf dann ein bisschen im Weg ist. Aber halt so hier über die Schultern geht's und man kann halt die GN-Drives dann in sich auch noch ein bisschen ja, nach oben, nach unten bewegen. Gut, dann Arme. Ist jetzt halt dadurch, dass halt dieses Backpack und die GN-Drives halt dran sind, ja nicht ganz so beweglich hier im Schultergelenk. Normalerweise gehen die Arme komplett rum. Dadurch, dass da jetzt halt dieser Arm dahinter ist, ist halt die Bewegung eingeschränkt. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Man kann das ja hier auch abmontieren. So. So sieht das Ganze halt ohne das komische Backpack aus. Sag dann einmal rum, das geht. Deswegen die Schulter geht auch nach vorne, ein bisschen nach hinten. Und ja, der Arm an sich lässt sich halt im Gelenk oben drehen. Und hier am Ellenbogengelenk ist halt im Prinzip ein mehr oder weniger ein Doppelgelenk. Deswegen kann man halt mal den Arm einmal so ein bisschen abknicken und dann geht es dann halt hier auch noch weiter. Deswegen auch da dann mehr wie 90 Grad im, was er halt so anwinkelt. Normalerweise sind ja immer so die 90, was er da, was die normalen Suits halt so schaffen, aber hier ist, geht er halt schon ein bisschen weiter. Allerdings jetzt nicht allzu weit, aber es reicht, um halt auch irgendwie, wenn er hier hinten irgendwie einen Beam Saber hätte, den hier so rauszuziehen. Wieder normal. Hand. Ganz normale High-Grade-Hand. Deswegen einfach nur eine offene Faust für die Waffen reinzustecken. Beim Kit ist sonst keine zusätzliche Hand irgendwie dabei oder stimmt ja nicht ganz. Deswegen für links gibt es halt auch eine offene Faust, wo man halt eine Waffe reinstecken kann. Oder halt hier diese offene Hand. Das ist die einzige Option, die es bei den Händen halt soweit gibt. Es gibt keine geschlossene Faust und auch keine ja, mit Triggerfinger. Also sonst gibt es da halt nichts. Man hat halt nur die offene, beziehungsweise halt für die linke Hand so, ja, offene Hand. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil normalerweise wird ja immer für die rechte Hand irgendwelche Optionen gebracht, aber hier ist halt tatsächlich nur für links irgendwie was. So, dann weiter hier in der Hüfte. Hier sind auch nur die eins oder die einzigen Waffen irgendwie. Ja, stimmt auch nicht so ganz. Deswegen hat noch die Beam Saber halt hier hinten. Aber halt hier so die Hauptwaffen, die sind halt hier unten an den Seiten hier eingesteckt. Sind aber ein bisschen im Weg ab und an. Auch hier lässt sich das Ganze irgendwie in ein ja, in eine Rifle verwandeln. Deswegen da braucht man irgendwie umstecken. Und dann hat man halt sowas hier. Und kann ihm das dann so in die Hand halt drücken oder halt das Ganze als Schwert nutzen, so wie es eigentlich angedacht ist. Dann sieht es halt so aus. Und kann man ihm dann halt auch so in die Hand halt drücken. Ja, Oberkörper. Ein bisschen bewegt er sich nach vorne und nach hinten, allerdings nicht allzu viel. Drehen. Klar, geht eigentlich komplett rum, sofern dann nicht hier irgendwie was im Weg rumhängt. Ein bisschen schade finde ich, dass man halt hier keinen, ja, richtigen Frontskirt irgendwie hat, was irgendwie diese Gelenke abdecken würde. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber das ist halt das Design vom Suit. Da kann man eigentlich wenig dran machen, es sei denn, man hat noch irgendwelche ja, Hüftteile übrig
um das hier irgendwie zu ändern. Deswegen dafür ist aber halt auch hier dieses Frontteil ein bisschen beweglich. Deswegen, das ist halt nicht nur, also das ist jetzt nicht locker oder sonst irgendwie was, sondern da ist tatsächlich ein Balljoint irgendwie drin, was das Ganze ein bisschen bewegt. Ja, überhaupt die Beine jetzt hier am Oberschenkel, ja, da lassen sich einige Verrenkungen mitmachen. Einmal komplett wegdrehen, halt nach hinten, eigentlich auch schon fast komplett nach vorne und ja, dann im Bein halt selber. Auch hier ist das Bein eigentlich doppelt gelagert, deswegen man hat nicht nur im Prinzip hier ein ja, normales Beingelenk, sondern hat dann hier direkt zwei, sodass hier auch das Bein eigentlich hier komplett hier verknotet werden kann. Also man kann es hier mit den Hacken in den Rücken treten. Und wenn da nicht irgendwie eine Schulter oder sonst was im Weg wäre, wie gesagt, dann kommt der auch fast bis ganz nach vorne hin. Also notfalls könnte er sich seine eigenen Füße lecken. Und man sieht halt hier auch das spezielle Fußgelenk, so dass man halt ihm hier auch einmal ja, das Gelenk einmal mehr oder weniger brechen kann. Was allerdings von Vorteil ist, wenn man ihn halt irgendwie hier den Spagat hier machen lassen will. Ja. Stellen wir mal hier hin. In Jean-Claude Van Damme-Manier hier seine Full Split geht. Sehen mir fehlen jetzt nur irgendwelche LKWs, aber man weiß, was es darstellen soll. Also deswegen halt die Gelenke. Deswegen er steht dann auch immer sehr, ja, eigentlich sehr stabil. Halt ohne die Gelenke ist ja immer das Problem, dass die ja dann irgendwie also so ein bisschen halt abknicken und dann stehen die dann irgendwann nur noch so auf einer Kante und ja, dann hat man halt das Problem, dass die dann so irgendwie ja, nicht mehr stehen wollen. Und das hat man halt mit diesen anderen Gelenken jetzt so gelöst, gerade halt bei ihm hier. Finde ich ganz nett, wäre ganz gut, wenn es immer so wäre, dann hätte man definitiv ein paar weniger Probleme, die hier irgendwie mal ja, sicher irgendwo aufzustellen. Aber das ist meistens dann nicht der Fall, eben weil dann die Gelenke etwas ja, zu steif sind oder, ja, was heißt zu steif, halt nicht diese Beweglichkeit haben, um ihn dann sicher stehen lassen zu können. Beam Saber sind hier nur so eingesteckt. Haben halt die Tendenz ab und zu rauszufallen. Die sind auch ein bisschen beweglich. Man kann die auch hier irgendwie umstecken und hier an die Seiten machen. Allerdings sind sie da noch lockerer als hier unten. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Also das geht schon. Und ja, ab und zu sind sie ein bisschen widerspenstig, sodass sie dann halt hier nicht mehr so rein wollen. So, jetzt ist er drin. Ich weiß heute jeder nicht, wie ich es reingemacht habe, aber irgendwie ging es. Okay, das war ja dann der Out-of-the-Box-Build zum 00 Gundam. Leider werde ich den jetzt halt nicht airbrushen, sondern halt wieder zerlegen und ein paar Teile draus plündern. Und ja, mal schauen, vielleicht werde ich mir dann doch irgendwie mal den ja, 00 Gundam Seven Sword oder mit Riser irgendwie gönnen.
dann kommt ja das Kit eigentlich nochmal mit und man hat dann nur noch ein bisschen zusätzliches Spielzeug irgendwie dabei. Oder man geht direkt irgendwie auf Mastercrate oder sowas. Also vom Design her finde ich ihn ganz gut. Halt gerade mit den GN-Drives hier so über die Schultern. Finde ich eigentlich schöner als die Exia-Variante mit diesem komischen Dings hier irgendwie einfach so am Rücken. Und ja, würde ich sagen, das war's und bis zum nächsten Mal.